sinnvoll ist, dass auch die veterinärmedizinischen Labore bei den Corona-Testungen mit eingespannt werden? Veterinärlabore sind es gewohnt, große Anzahl von Proben zeitnah zu untersuchen. Die Untersuchungsmethoden in der Humanmedizin und in der Veterinärmedizin sind identisch. Die Labore unterliegen den gleichen Qualitätsanforderungen. Und deswegen macht es Sinn, wenn wir breit angelegte Untersuchungen machen wollen in der Bevölkerung, dass wir die Veterinärlabore damit einbinden. Genau, im ersten Schritt haben wir die Probenvorbereitung, da bekommen wir die Kupfer oder Organe.